Anorith ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Käfer, existiert seit der dritten Spielgeneration und stellt die Vorstufe von Armaldo dar. Dabei gehört es zu den Fossil-Pokémon und kann aus einem Clown-Fossil wiederbelebt werden und bildet zudem das Gegenstück zu Lelieb. Anorith ist ein Anomalocaris-ähnliches, überwiegend gräunlich-graues Pokémon. Es zeichnet sich durch einen flachen Körper aus. Die Oberseite ist hierbei dunkelgrau mit schwarzen Querstreifen und einem grün-grauen Rahmen gefärbt. Es verfügt über zwei Klauen auf der Vorderseite und einem kleinen Schwanz, welcher zwei Spitzen aufweist, die nach links und rechts gefächert sind. Sein Gesicht, welches sich zwischen Klauen und Rücken befindet, ist geformt wie ein abgerundetes Dreieck, von welchem links und rechts zwei weit auseinanderstehende Augen wachsen. Es weist zwei rote Färbungen auf, welche Nasenlöcher sein könnten. An beiden Seiten neben dem Rücken befinden sich des Weiteren flügelartige Fächer, welche sich aus je vier weißen, federähnlichen Elementen mit roten Spitzen zusammensetzen. Und in der Shiny-Form ist an den sonst grünlichen Stellen Beigefarbe zu erkennen. Anorith ist langsam, weist jedoch eine vergleichsweise hohe Angriffskraft auf. Gegnern rückt es mit physischen Attacken des Typs Käfer, Gestein oder Normal zu Leibe, indem es beispielsweise seine Klauen durch Kreuzschere oder Zermalmklaue einsetzt oder seine Kraft durch Attacken wie Felswurf beweist. Sein einziges Leben im Wasser zeigt sich dadurch, dass es noch immer zu einigen Wasserattacken wie zum Beispiel Lake fähig ist. Sein steiniger Panzer schlägt sich in seiner Fähigkeit Kampfpanzer nieder, welche es vor Volltreffen beschützt. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Wassertempo und nutzen hierbei die Erfahrungen der Vorfahren, welche im Meer lebten, indem sie das Wasser des Regens nutzen, um ihre Initiative zu verdoppeln. Anorith ist dabei ein Vorfahre der heutigen Pokémon und lebte vor langer Zeit in warmen Gewässern des Meeres. Dort konnte es durch Schwingen seiner kraftvollen Flügel unglaublich schnell schwimmen und was ihm bei der Beutejagd sehr nützlich sein konnte. Die Beute hielt es dann fest, indem es diese dann mit seinen riesigen zwei Klauen einklemmte. Dank der fortgeschrittenen Wissenschaft konnte es aus einem Klauenfossil, welche Fragmente dieses Pokémon enthält, wiederhergestellt werden. In der heutigen Zeit ist jedoch das Meer kein guter Lebensraum mehr für Anorith, da sich die Wasserqualität über die Zeit stark verändert hat und somit nicht mehr mit den Bedürfnissen des Pokémon kompatibel ist. Dabei ist Anorith der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 40 zu Armaldo. Sein Körper wird dabei doppelt so groß und es nimmt mehr als das Vierfache an Gewicht zu. Das grünlich-graue Pokémon besitzt nun eine blaue Körperfarbe und während sich Anorith kriechend fortbewegt, steht Armaldo auf zwei kräftigen Beinen. Diese sowie der Oberkörper prägen sich zu einer breiten, robusten Statur aus und der Kopf wird nun durch seinen Hals gestützt. Am Rücken bildet sich ein dicker Panzer, aus dem zwei weitere Flügel wachsen und die vorher runden Augen sind nun in zwei spitzen Auswüchsen des Kopfes geschützt. Die weiß-roten, federähnlichen Flügel, der Schwanz mit den zwei Spitzen, die Klauen und der Grundaufbau des Gesichts bleiben dem Pokémon beibehalten. Und mit seiner Typenkombination nimmt es halben Schaden gegen Normal- und Giftattacken, doppelten Schaden gegen Gestein-, Stahl- und Wasserattacken und der Rest macht normalen Schaden.